Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit Let's Play Ocarina of Time Randomized mit dabei. Sonic X89. Und ich habe mir die Mühe gemacht und wir haben jetzt 50 Skulltulas. Das bedeutet, wir können uns die ganze Skulltula-Belohnung jetzt langsam mal abholen. Yay! So, Wollen wir zuerst mal du. hoffen, dass die Mühe es auch wert war und So, nicht, dass wir jetzt. du hast den Bumerang bekommen. Jo. Nicht du. Aber du. Und Damit ein. mir auf Und du hast noch einen Deko-Stick gekriegt. Yay. jeden Fall schon mal, wo dein Bumerang jetzt ist. Der ist nämlich im Geistertempel. Aber wo genau im Geistertempel, wissen wir leider nicht. Nein, ich werde aber jetzt erstmal den Feuertempel-Boss Volvagia platt machen. Komplett beenden kann ich den Feuertempel, glaube ich, noch nicht, weil mir die Hymne der Zeit fehlt. Um einen Stock, Quatsch, einen Block zu bewegen, wo noch ein Gorone gefangen wäre. Aber egal. Beenden tun wir. Wow. Den Dungeon auf jeden Fall mal, den Feuertempel. Danach werde ich mich zum Geistertempel aufmachen und gucken, dass ich da noch ein bisschen was gemacht kriege. Wie weit ich da komme, weiß ich nicht. Einen Schlüssel habe ich hier. Und dann muss ich gucken, wie ich fortfahre. Ich denke, dass ich danach Bottom of the Well mache, wenn ich die Hymne des Sturms hätte. Habe ich nicht. Ja, wo auch immer die steckt. Ich sehe es kommen, am Ende ist sie in Ganon's Tower, ey. Ja, aber dann ist dann auch nur, weil das Spiel nicht will, dass du den Grund des Brunnens machst. Cool, nochmal 200 Rubine für mich. Als ob ich nicht schon genug Geld hätte, das Spiel. Ja. Quatsch, der Medigoron, den kann ich ja auch einen Besuch abstatten. Du sagtest ja, die Items sind randomized. Für 200 waren das, ne? Und mit diesen 200 Rubinen kann ich dann auch noch den Händler in der Gespensterwüste überprüfen. Das einzige Makel, ich darf nochmal den Weg rückwärts laufen. Aber ich habe es ja einmal geschafft, dann schaffe ich das wohl ein zweites Mal auch noch. Nochmal im First Try. Ja, wenn ich das nochmal in First Play hinkriege, dann habe ich den Weg irgendwie im Kopf so abgespeichert, dass ich es wieder auf Abruf könnte. Fuck you! Und das waren nur Pfeile. Nein! Ich habe 195 Rubine ausgegeben, um dir 5 Rubine zu kaufen. Nein. Oh, das tut weh gerade. Und die Truhen, die Waldtempel waren jetzt auch nicht gerade das Beste. Einmal zahlt der Turbine, damit ich überhaupt den Typen bezahlen kann, und einmal Pfeile für mich. Uff. Gut, dann halt die Wüste nochmal rückwärts durch. Schauen, ob ich das nochmal in First Try schaffe. Wäre ja Aha. gelacht, wenn ich es nicht hinkriege. So, warum ich wieder hier hochgehe, hier gibt es ja noch den Steinraum. Da ist ja noch eine Truhe, die ich mir holen kann jetzt. Aber jetzt ja die Silberhandschuhe haben. So, zack und zack. Und zack und zack. So, was haben wir hier? Wo ist der Hügel? Da ist der Hügel. Und nochmal 20 Rubine für dich. Oh. Das kotzt. Jetzt muss ich schauen. Okay, noch weiter. Uff. Okay, da kann ich etwa rein. Easy, ich habe den Weg abgespeichert in meinem Kopf. Ich kann ihn immer noch. Wow.
den Wasteland Reverse Path. Ich kann den jetzt wahrscheinlich sogar im Schlaf. Keine Bomben. Aber nur den einfachen Part nicht versauen, das mit den Flaggen und so. Ja. Du weißt, wo ich dann landen werde. Ich nehme an beim Kolossus. Ja, das heißt, ich darf dann den Weg nochmal laufen. Das wäre eklig. Aber zum Glück ist es nicht Nacht, da sieht man die Flaggen auch sehr gut. Oh, in Nacht ist das so eklig, ey. Da lang zu gehen. Und für 200 kriege ich hier... Für 50 Rubine für Keanu. Ich habe 200 Rubine verschwendet, um 50 Rubine für dich zu kriegen. Okay, da brauche ich einen kleinen Schlüssel, um da durchzukommen. Alles klar. Egal. Das hat viel gebracht. Ja. Aber jetzt wisst ihr auch, man kann die gesamte Wüste auch rückwärts durchlaufen. Bringt halt nur nichts, wenn man auf der anderen Seite das Tor zu ist. Wie ihr dann gleich uns schwer erkennen könnt. Wenn ihr jetzt noch irgendwie durch das Tor glitschen könnte, wäre es sogar nice. Dann wäre ich jetzt in Gerudo Fortress, aber leider kann ich es nicht. Das heißt, absurd die Zeit. Ich hab und den letzten Strohhalm. Ich hab den großen Schlüssel nicht. Ich hab mich verguckt, ey. Ich kann den Feuertempel noch gar nicht beenden. Fuck, ich hab mich komplett verguckt. Shit. Dann geht's ab zum Geistertempel. Ich hab jetzt nur noch gerade eine Option im Moment. Vorausgesetzt, ich kann den überhaupt machen. Wen? Grottes Brunnen zu diesen Särgen durchtauchen. Ach ja. Wenn ich das nicht kann, dann heißt das halt ab nächsten Part. Ja, hat nur einen Screen zu sehen. Mir fällt noch irgendwas ein, was ich noch machen könnte. Wäre das jetzt mit dem Händler in der Wüste? Das ist mir letzte Nacht, bevor dem Schlafengehen noch gerade eingefallen, dass ich da noch etwas machen konnte. Das ist mir gerade eingefallen. Warte mal. Den kann ich doch noch machen. Da kommen mir dann gleich auch noch Einfälle in Sinn. Vielleicht finde ich doch noch irgendwas. Wenn es sein muss, glitsch ich auch. Oh. Natürlich legal. Jetzt kommen die ganz harten Geschütze, ey. So halt das kleine Junge in die Gerudo-Wüste zu glitschen, das bringt nichts. Weil A kriege ich die Kriegerin nicht down. Ich glaube wohl kaum, dass die als junge Link getriggert werden. Und dann kommen auch keine einzige Truhe ran, weil da müsste ich schon irgendwie mich hochglitschen können zu der einen Truhe, die da ist. Vorausgesetzt, sie wäre überhaupt in der Vergangenheit da. Und das Tor könnte ich ohnehin nicht öffnen. Wie zur Hölle habe ich die Truhe erwischt? Toll, das für ein Recovery Heart, ja danke. Dann müsste das ja der Nebenraum dann hier mit den Raubschleimen sein, glaube ich. Nein, es ist der Raum, wo ich die Hymne der Zeit brauche und die habe ich nicht. Jetzt war noch einen Glitch, mit dem ich irgendwie unter den Hyliasee kommen, aber ich weiß nicht mehr so genau, wie der geht. Ja, dann wäre es mir vielleicht möglich, auch irgendwie in den Wassertempel zu glitschen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der geht. Ich habe den früher einmal benutzt, mal als Just for Fun, aber das ist schon lange her.
Boah. Ah. Ja, ich komme hier durch. So, da muss jetzt halt das Freestanding Key oder was auch immer das ist, mir jetzt noch den Hinten retten. Hm. Lass mich in Ruhe. Du weg. Einmal. Du hast einen kleinen Schlüssel für den Waldstempel bekommen. Da kann ich da schon mal im Main ein bisschen weiter ziehen. Darf ich einmal danke. So, jetzt bin ich hier. Aber erstmal überprüfen, ob ich den Krieg überhaupt bekommen habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Da komme ich vielleicht einen Raum rein. Wow! Boah, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Und dieses Item poppt sich auch aus einer Niete. Gut, dann halt wieder zurück zur Zitadelle der Zeit und dann mal schauen, was ich im Waldtempel mit dem Einschlüssel anrichten kann. Aha, ich hoffe, was Gutes. Mm. So. Da habe ich eine Truhe gerade freigeschaltet. Hoffentlich komme ich an dir mit meinem momentan Equipped ran. Da hinten ist eine Skulltula, die brauche ich aber nicht mehr. Ich habe ja die Belohnung. Nochmal 50 Rubine für mich. Ah, schön. Boah, wie der Fanghaken so gerade eben an alles rankommt. Da merkt man echt, wie sehr man den Enterhaken vermisst. Da komme ich so gerade dran. Was hat das Größte? Danke. Auf jeden Fall habe ich auf einmal Doppelmagic. Ja, ja. Was hat das doof ist, dass man die eine Vogelscheuche nicht drücken kann. Dann könnte ich schon mal so weit vorrücken und hätte schon mal eine weitere Truhe, aber leider kommt die nicht. Schön. Kommt leider nur, wenn man oben ist. Da brauche ich einen kleinen Schlüssel. Ja. Hier und mein lieber Magimeter, mach jetzt keinen Scheiß und geh nicht nochmal zurück. So wie letztes Mal. Du weißt ja wieso, hm? Man erinnert sich. Ja. Die Zuschauer zwar nicht, aber wir erinnern uns. Ich habe einfach mal der Schattentempel gesagt, nö, du hast den Fortschritt nicht. Gut, Abkürzung habe ich jetzt freigeschaltet. Im Schattentempel komme ich nicht rein. Ich kann jetzt noch Gerudo Trainingsarena machen. Uff. Hoffentlich bringt mir die Gerudo Trainingsarena irgendwas. Bei mir geht wieder jede einzelne Idee aus.
Komm jetzt gleich zur Stunde der Wahrheit. Bringt mir der Schlüssel was oder nicht? Und er bringt mir nichts, weil ich dort hinten noch einen brauche. Uff, ist das ein Bullshit. Gut, dann mal über die Bücher. Was kann ich alles noch tun? Beziehungsweise, was habe ich alles getan? Okay, Waldtempel, Inside Well habe ich. Map between Outside Rooms habe ich. Dann Bottom of the Well, Casket Freestanding, hier war ich. Habe ich da auch alles. Jetzt muss ich schauen. Oh, Epona, rüber da. Hey, Bomben brauche ich. Danke. Zeig mir mal kurz das Inventar. Ne, da fällt mir das auch. Okay. Was ich machen könnte, ich könnte mal schauen, was die Sonne mir gibt. Dann weiß ich, ob das was Nützliches ist oder nicht. Wie findet man das heraus? Wenn ich einfach in die Sonne schieße. Aber der See muss voll sein. Dann weiß ich mal, ob ich das überhaupt dann einsammeln muss oder nicht. Der See muss doch voll sein, damit das funktioniert. Ich glaube, es geht auch so. Du willst, wenn ich an das Original erinnere, ging es auch so. Ich wüsste nicht, dass das so geht. Test mir das einfach mal aus. Kann er jetzt nichts Großes tun. Und irgendwie muss ich an die Zeit drum kriegen. So, jetzt kann ich hier. Da das Feuer ausmachen und an diese Truhe schon mal. Geil, hier waren nur Krabbelminen dran. Juhu. Und voll daneben gesprungen. Sehr gut. So. Ich meine mich gerade zu erinnern, wo ich den Schlüssel einsetzen kann. Wahrscheinlich erinnere ich mich da auch nur wieder komplett falsch. Ich kenne mich. Mache ich gerne, mich falsch erinnern. Und kennt's. Au. So. Na, da kann ich noch durch. Weil ich jetzt hier diesen Block zur Seite schieben kann.
Stimmt, hier habe ich noch ein bisschen was an Zeug. Au! Nein, lass mich in Ruhe. Gib mir mein Schild wieder. Da. Danke, so. Robine. So, jetzt habe ich hier noch zwei Truhen. Die nehme ich da gleich mit. Wieder nur Rubine. Und hier wahrscheinlich auch, ha? Ja, yeah, jetzt hast du den Tycoons Wallet. Endlich. Ich kann endlich in den Wassertempel. Fuck yeah, jetzt hast du endlich Fortschritt. Ja, gut, dann plan zurück, wir sehen nicht, was die Sonne hat, denn ich gehe jetzt zu... zur Zitadelle. Du Zeit. Ja. Ah, nee, warte mal. Ne, anderer Plan. Ich kill ein paar Horror-Kids. Uff. Das geht schneller. Aha. Sonst muss ich nur wieder zurückverwandeln, dann zum Zoras Reich laufen, dort den 200er kaufen für gratis. Ne, das dauert mir viel zu lange. Du könntest alternativ doch auch einfach zum Höhliersee teleportieren und dann darunter schwimmen, oder nicht? Der Durchgang ist... Ach du... Vereist. Ach so, du bist erwachsen, alles klar. Mhm. Das kann ich ja nicht einschätzen. Mhm. Und ja, man kann mit den Gleitstiefeln hier über das Sanddingens drüber laufen. So, ich will mal den Bombschuhverkäufer anquatschen. Ich habe ja 200 Rubine nun. So, was verkaufst... Hallo? Hallo? So, was verkaufst du mir? Komm. Ich muss immer so raus. Du hast einen Schlüssel für die Gerudo Trainingsarena bekommen. Oh. Eine Truhe mehr. Wenn ich bald dorthin käme. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wär. Wäre ich schon längst in der Gerudo Arena. Reimt sich leider nicht auf wer, tut mir leid. Hm. So, ich würde sagen, ich bin momentan leicht Game Over. Weil die meisten die meisten Grotten, in die ich reinkäme, die brauchen den Storm Song, also. So. Mh. Dementsprechend würde ich den Part an der Stelle beenden und wir werden leider. Was heißt leider? Fuck, wie machen wir das mit der Aufnahme? Gute Frage. Ich denke, ich weiß, was ich mache. Und das wäre? Wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme und das werde ich dir dann erklären. Ihr seht das dann im nächsten Part. Gut, das war euer Keanu mit Let's Play Ocarina of Time Randomized. Mit dabei war... Kasonic86, der jetzt wieder in die Zeit zurückreist, damit er sich die Eisenstiefel kaufen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.